was ich jetzt in dieser Kiste versteckt habe. Bleiben Sie dran, zeige ich Ihnen gleich. Ja, hallo und herzlich willkommen. Vielen Dank, dass Sie dabei geblieben sind. Mein Name ist Horst Weber, Apollo Edelmetalle. Ja, was ist in dieser Kiste drin? Das Spannende ist, ich bin auf diesen Münzbarren gekommen durch einen Kunden. Ich wollte ihn erst gar nicht aufnehmen, habe mir aber dann den Markt angeschaut zu dieser Silbermünze oder zu diesen Silberbarren, weil bei Barren ist es ja oft so, die werden mit 19% Mehrwertsteuer belegt. Und hier haben wir eine Sondersituation, weil es ein Münzbarren ist, der aus Australien kommt, können wir den auch differenzbesteuert anbieten. Das Spannende ist, der Kunde hat diese Münzen bei mir bestellt, habe mich damit beschäftigt, habe gesehen, dass die teilweise bei eBay schon für 25 bis 30 Euro gehandelt wurden, letztes Jahr im Dezember, wo wir die noch anbieten konnten für ca. 20 bis 22 Euro das Stück. Also spannende Geschichte und vor allem auch ein spannendes Format, mal was ganz anderes, was man so draußen selten sieht. Ja, was gibt es dazu noch zu wissen oder zu sagen? Es gibt diesen Münzbarren in Silber und in Gold. In Silber ist es so, die Auflage 2018 kam der zum ersten Mal auf den Markt und 2018 war die Auflage 500.000 Stück und 2019 war die Auflage 250.000 Stück. Ich weiß jetzt nicht genau, warum das jetzt kleiner wurde, die Auflage. Vielleicht hat die Perse Mint das Silber für den Känguru gebraucht. Dann wird ja oftmals aus so Sonderprogrammen das Silber rausgezogen und hat weniger Auflage entsprechend diese Münze gestaltet. Aber das macht es natürlich spannend, auch für Sie als Sammler, wo Sie nochmal einen Sammleraufschlag bekommen, neben dem Anlagepreis. Ja, wie sieht die aus? Das heißt, Sie sehen es hier, ein wunderschönes Format, wirklich tolle, tolle, schicker Münzbarren. Der ist wirklich so ein paar Millimeter hoch, also auch von der Dicke her, sehr filigran gearbeitet. Und hier haben wir den Drachen hinten drauf. Also tolles, toller Münzbarren. Den Kunden, den ich das bisher gezeigt habe, die waren alle durchweg begeistert, haben die auch gleich mitgenommen. In dieser Packung, die sie vorher gesehen haben, passen genau 10 Döschen rein. In jeder Dose sind 20 Stück drin. Also sie haben in diesem Paket 200 Stück. Das ist mittlerweile das letzte, das ich noch bekommen habe, weil wie es aussieht, ist der gar nicht mehr lieferbar. Bin mal gespannt, ob es einen neuen gibt, wann es einen neuen gibt. Was Kleines ist auf Lager. Wenn Sie sich da von ein paar sichern, bestimmt eine spannende Geschichte. Ja, soweit zu diesen schicken Münzbarren. Danke fürs Zuschauen. Geben Sie mir einen Daumen nach oben, wenn es Ihnen gefallen hat. Aktivieren Sie die Glocke, abonnieren Sie den Kanal und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis bald. Danke und tschüss.